Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Margutti. Heute möchten wir unser Type R, Honda Type R, mal richtig von Hand reinigen, ohne die lästigen Kalkflecken. Und das ist ziemlich mühsam, solche Kalkflecken zu erhalten. Die kriegt man fast nicht weg. Und da habe ich für euch wirklich eine ganz tolle Lösung, um das Fahrzeug zu waschen, und zwar mit der Flowmaster Patrone. Diese Patrone entfernt wirklich 100% den Kalk aus dem Wasser und somit hat man beim Waschen keine Flecken mehr. Ja, dazu verwenden wir noch zuletzt den Whitcoat. Dies ist sehr einfach anzuwenden, kurz drauf sprühen und dann mit der Flowmaster das ganze Auto absprühen und das perlt wirklich wunderbar ab. Und dann sieht es aus wie frisch lackiert oder wie poliert. Ja, wichtig, eine gute Versiegelung danach drauf. Und das Fahrzeug ist wirklich, nach für mehreren Tagen perlt das Wasser wirklich wunderschön ab. Ja, dabei haben wir noch von Gion den Reinigungsmittel, das Christian noch dazulegt, ins Wasser, um das ganze Auto zu waschen. Ja, natürlich alles über den Kercher. Das ist möglich mit der Flowmaster Patrone. Die Leistung ist gewährleistet, über 500 Liter pro Stunde. Also bei in das Wasser hineinführen, bei out kommt kalkfreies Wasser raus. Und dann loslegen. Ja, für ein tolles Ergebnis. Schaut mal zu, wie Christian das macht und folgt dieses Video. Nun haben wir von diesem Gion Autowaschmittel 20 ml in diesen Kessel reingetan und das reicht wirklich aus. Zu viel ist nicht gut und danach waschen wir das Auto von Hand mit einem speziellen weichen Schwamm natürlich. Ja, diesen haben wir auch erworben und bei der Flowmaster gibt es zusätzlich, wenn man eine solche Flasche kauft, das ist jetzt die FM8, die reicht gut für den privaten Gebrauch aus. Und dort haben wir den Wetcoat auch erhalten, zusätzlich noch diesen feinen Lappen. Ja, und zusammen könnt ihr wirklich grandios das Auto waschen, ohne die lässigen Kalkflecken. Und wenn die Patrone erschöpft ist, dann ist es wirklich sehr einfach, mit Regeneriersalz die ganze Anlage regenerieren für 40 Minuten und dann ist sie wieder einsatzbereit, ohne teuren Austauschkartuschen zu kaufen. Und das ist genau das, was wir brauchen, nicht immer die teuren Kartuschen zu erwerben, um den Kalk zu entfernen. Gut, Christian legt los, wäscht mal das Auto und danach sprühen wir sukzessiv das ab. Das Wetter ist ziemlich bewölkt, teilweise sonnig, also ideal, um das Auto zu waschen. Eben diesen Honda wurde noch nie poliert, das machen wir mal später. Weil das Wetter hat es jetzt absolut nicht zugelassen, um das ganze Auto zu polieren. Und es war auch nie in der Waschanlage. Und wir haben es bis jetzt 2-3 Mal von Hand gewaschen. Und ja, jetzt mit der Poliermaschine mal schauen. Oder eine Wachsversiegelung oder eine, was denkt ihr, Keramikversiegelung wäre noch eine gute Idee. Hm? Ja, gehen wir mal zurück. Hier, ja, wirklich tadellos, keine Flecken mehr. Keine Kalkflecken, die stören. Höchstens noch Seife-Rückstände, das könnte möglich sein, aber sonst sieht das sehr, sehr gut aus. Ja, jetzt waschen wir mal die Felgen kurz und spülen alles ab. Und dann schauen wir das Ergebnis mal an. Ja, der Christian benutzt den anderen Schwamm für den unteren Teil, für den oberen Teil den weißen Schwamm, für den unteren Teil den blauen Schwamm. Ja, jetzt alles abspülen. So. Perfekt. Ja, das Wetter ist ideal zurzeit. Wirklich ein bisschen bewölkt, leicht sonnig.
angenehme Temperaturen. Die roten Sportsitze, alles original beim Type R. Ja, man sieht wirklich ganz, ganz gut. Das perlt ab leicht, das hat keine Flecken, nichts. Wirklich genial. Und das wirklich zu verdanken mit der Flowmass-Patrone. Also wir haben hier ziemlich viel Kalk und das hat Flecken. Und damit habt ihr wirklich tadelloses Auto. Ihr könnt damit auch diverse andere Sachen machen. Mit der Flowmass-Patrone könnt ihr den Wohnwagen befüllen. Und dann habt ihr das ganze Wassersystem im Wohnwagen völlig kalkfrei. Ihr könnt auch ins Treibhaus reinigen, Fenster und so weiter. Da gibt es unzählige Möglichkeiten mit der Flowmaster-Patrone. Und wirklich mit diesem Knopf hier könnt ihr die Regeneration durchstarten und durchführen ohne Probleme. Und dann ist sie wieder einsatzbereit. Ja, schaut mal vorbei bei der Webseite www.flowmaster.ch. Stellt sie mal unten rein. Dann könnt ihr euch mal schlau machen oder auch eine solche Flasche bestellen. Und danach euch das Fahrzeug zu Hause waschen. Ja, viele Autoprofis oder Polierer haben bei uns solche Flaschen gekauft, aber die größere Version, die FM20 oder die FM16, und die wird benutzt rege, um viele Autos vor dem Polieren zu reinigen. Ja, weil Kalk ist auch schon eine grobe Struktur und kann den Lack verkratzen und somit habt ihr wirklich ganz schönen Lack und das Ganze ist viel einfacher zu bearbeiten danach. Ja, Christian, bist du soweit? Machen wir mal einen Test mit dem Wetcoat. Ah, zuerst die Felgen, ja. Nee, zuerst das Auto, danach die Felgen. Meinst du? Oder die Felgen. Ja, waschen wir zuerst die Felgen. Okay. Nun, das Auto ist gewaschen. So perlt das ab, ohne Wetcoat, ganz normal. Aber es hat wirklich keine Kalkflecken drauf mit der Flowmaster. Und jetzt setzen wir hier mal den Wetcoat ein. Und schauen, was passiert. So. Eben, das ist dieses Produkt. Passend natürlich zu unserer Flowmaster-Patrone, die wir gekauft haben, ist es wirklich ideal mit kalkfreiem Wasser danach das Auto abzusprühen. Nun, wie geht man vor mit diesem Wetcoat? Man spritzt circa ein Quadratmeter ein, danach sofort abspülen mit dem kalkfreien Wasser vom Flowmaster und das perlt wirklich wunderbar ab, über mehrere Tage, bis zu 3 Wochen, haben sie gesagt. Schauen wir, was passiert. Christian, einspülen, ein Quadratmeter circa und danach abspülen. Hm? Gut einspülen, überall, großflächig. So, die Scheibe auch, alles. Du kannst alles abspülen, haben sie gesagt. Wirklich komplett das ganze Fahrzeug. Fangen wir mal an mit den ganzen Türen hier. So, abspülen. Und das Wasser muss jetzt nur noch so abperlen. Ja, das sieht wirklich aus, als wäre das Auto jetzt poliert. Also, extrem. Also, wirklich. 90% vom Wasser geht weg. In Nu. Hä? So. Okay. Fangen wir oben an. Wir machen jetzt das ganze Dach und dann von oben nach unten waschen wir so das ganze Auto langsam ab. So. Alles kurz einsprühen. So. Nicht lange einwirken lassen. Und sowieso nicht an der Sonne. Jetzt ist es ein bisschen bewölkt, dann geht das und sofort abspülen. Super. Ja, also man sieht den Unterschied vom vorhin, das Wasser perlt ab, als wäre das Auto poliert oder versiegelt mit einer Beschichtung, eine richtige Nanobeschichtung. Und so habt ihr noch weniger Flecken und müsst auch das Auto nicht so abtrocknen. Ihr könnt sofort auf die Probefahrt gehen und schon ist er trocken. So. Die ganze Scheibe haben wir gemacht.
Perfekt. Kannst du hier noch alles nass machen, Christian? Zuerst alles ein bisschen nass machen, danach kurz drüber mit dem Bitcoat und speziell dieses Mittel, hä? Lässt sich zeigen. Ja, extrem. Alles perlt ab. Wunderbar. So soll es sein. Extrem. Extrem, wie das Wasser abperlt jetzt. Ja, dieses Witcoat kann man auch im Shop bestellen bei Flowmaster. Und wenn man die kleine Flasche benutzt oder man sagt, man will das Auto waschen, dann gibt es ja dazu dieses Set mit dem Lappen. Und dann trocknet das Auto und ihr habt ein tadelloses Fahrzeug. Für mehrere Wochen habt ihr wirklich Freude. Ja, ich hoffe euch, dass euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer. Euer Marcuti.